Dein Ball. Oh, meine Bälle, nein. Aber deine Bälle, ja. Laura hat zwei Bälle. Guten Tag. Mein Name ist Laura. Mein Name ist Tanbai. Ich komme aus England. Ich komme aus Deutschland. Wir sind die Traveling Weasels oder die Reisende Weasels. Genau, und heute sprechen wir mal wieder auf Deutsch. Yay! Aber wir haben viele ungarische Zuschauer und wir wollten sie auch inkludieren. Mit einbeziehen. Mit einbeziehen. Und deswegen werden wir heute nicht nur auf Deutsch reden, sondern auch auf Ungarisch. Genau, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sozusagen. Genau. Heute werden wir uns Wörter angucken, die gleiche Bedeutung haben in Deutsch und Ungarisch. Wuhu! Der Grund dafür ist, dass die Deutschen können ein bisschen Ungarisch lernen, die Ungarisch können ein bisschen Deutsch lernen und ich kann beides lernen. Wuhu! Okay, hier ist also die Liste deutscher Wörter, die gleiche Bedeutung haben. Ich habe die Liste bei Wikipedia gefunden. Das erste Wort, was wir uns angucken, ist das Wort Anschluss. Anschluss heißt auf Englisch, weißt du, was das bedeutet? Connection. Du musst das in deine Sätze benutzen. Ja, yeah. Okay. Ab dem nächsten Wort. Was war das? Connection. Anschluss. Anschluss. Also, ich kann keinen Anschluss finden. Ich ja, finde sozusagen. Ja. Anschluss. Wo ist die Anschluss? Wo ist der Anschluss? Wo ist der Anschluss? Okay, als nächstes haben wir das Wort Backfisch. 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 Das ist ein Fisch. Genau, ein Backfisch. Ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt. Ich muss mal eben nachgucken. Weißt du, welche Farbe der ist? Oder nein. Wie groß er ist? Oder nein. Wo er lebt? Oder? Ich kenne mich mit Fischen überhaupt nicht aus. Fried Fish. Oh! Gebratener Fisch. Ja, so schlecht bin ich mit den Fischen, dass ich mich nicht mal mit dem Backfisch auskenne. Weißt du, wie groß er ist? Welche Farbe ist das? Welche Farbe ist das? Ja, aber du wusstest das auch nicht. Ich wusste das auch nicht, Backfisch. Nein. Also in England essen wir viel Backfisch mit Pommes. Ja. Aber ich nicht. Und du auch nicht. Ich auch nicht. Aber keinen Fisch essen. Okay, als nächstes Ball. Haben wir... Ball. Ball. Dieses Wort kenne ich. Genau, Ball. Ball. Beschreibe mal einen Ball. Was ist ein Ball? Ein Ball ist rund. Rund, ja? Ist es der oder das Ball? Der Ball. Der Ball. Ein Ball ist etwas, die mit man spielen kannst, sportlich oder nicht. Laura. Oder nicht, nein. Laura in Deutsch heißt das nicht Ball, oder? Ball, doch, was? Doch. Dein Ball. Oh, meine Bälle, nein. Aber deine Bälle, ja. Laura hat zwei Bälle. Laura denkt gerade an etwas anderes. An Eier. Ja, an Eier und nicht Bälle. Das ist dann doch ein bisschen anders. Was ist Bälle? Eier. Auf Englisch sagt man zu Eiern Balls. Daran denkt Laura gerade. Klappe. Oh. Nächstes Wort. Und auf Ungarisch, wenn du Ungarisch sprechen kannst, bitte sag, bitte erzähl uns, heißt Ball das gleiche auf Ungarisch aus. Oh, shut up. Aber ich hab schon gemerkt. Ball, Ball und Ball. Ball ist auch das Ball. Ball auf Englisch. Ja, genau. Fast gleich, genau. Fast gleich. Ungarisch, Deutsch und Englisch. Ball. Sehr gut. Okay, als nächstes haben wir das Wort Blockflöte. Blockflöte? Blockflöte. Da oben ist immer Blockflöte. Blockflöte. Ist das ein musikalisches... Ja. Ist das? Ja. A flute? Ja. Aber eine, doch, eine normale Flöte. Ja, Englisch Flöte. Blockflöte. Ja, genau. Sehr gut. Blockflöte. Yeah. Heißt es der, die oder das Blockflöte? Die. Sehr gut. Weil es mit E. Aufhört, I. Genau. Endet. E, nicht die. Ja. E. Sehr gut. Nächstes Wort. Börse. Böse. Börse ist genau das gleiche. Böse? Nein, nicht böse. Böse. Börse. Börse. Das Börse heißt... Es ist das gleiche auf Englisch. Bors. Das kenne ich. Anscheinend ist es auch ein englisches Wort. Ja, die kenne ich nicht. Aber Börse scheint anscheinend genau das gleiche zu sein in Ungarisch und Deutsch. Und was heißt das? Ein Exchange. Stock Exchange. Umwandlung. Ja. Umwandlung. Stock Market, Trading Floor, nein. Share Market, Stock Exchange. Ja, Finanzen sozusagen. Genau, die Börse. Die Börse. Achtung, die Börse. Wo das Geld gemacht wird. Okay, als nächstes haben wir das Wort Zopf. Zopf kenne ich. Ja, was ist ein Zopf?
Oh, einen Zopf machen. Genau, ein Zopf. Und auf Ungarisch scheint es fast leicht zu sein, es wird nur mit C geschrieben, Zopf. Anstatt mit Z. Und das kenne ich, weil deine Mutter sagt immer, du musst einen Zopf machen. Du musst einen Zopf machen. Nicht ich, deine Schwester. Ja, genau. Shirley, du musst einen Zopf machen. Irgendjemand muss jetzt immer einen Zopf machen. Bevor sie Essen isst oder sowas. Ja, genau. Zopf machen. Genau. Immer Hände waschen. Der, dir das Zopf machen. Das. Der. Oh ja, der Kopf. Hände waschen, Zopf machen. Okay, nächstes Wort. Okay, als nächstes haben wir das Wort Vater. Vater. Father. Genau. Das fast, ist auch fast das Gleiche. Ja, fast das Gleiche. Englisch. Auf Englisch, Deutsch und Ungarisch. Im Englischen wird es auch mit einem F geschrieben, wie in dem Ungarischen. Und nur im Deutschen wird es mit einem V geschrieben. Ja, also auf Ungarisch Vater. Ja, genau. In Englisch Father. Father, genau. Fast Father. Gleich. Ja. Father. Sehr gut. Und dann haben wir das Wort Filter. Das ist auch das Gleiche. Und auch das Gleiche auf Englisch. Genau, und auch das Gleiche. Wow, alle drei das Gleiche. Yay, Filter. Und dann haben wir das Wort Flecken. Ja. Also Flecken heißt, like, Flecks? Like ja, ich glaube. Wenn man seine Zähne bürstet und dann kommt Flecken auf die Wand, auf die Spiegel. Genau, im Englischen könnte man das anscheinend Stain übersetzen oder Spots. Okay. Rostock. Als nächstes haben wir, Lauras Lieblingsmahlzeit. Frühstück. Das war Frühstück. Das beste Mahlzeit. Die beste Mahlzeit des Tages. Die beste Mahlzeit des Tages. Okay, als nächstes haben wir das Wort Futsch. Futsch, ist das wie Fuchs? Futsch, nein. Fuchs, Ruka heißt Ich bin mir auch nicht sicher, was das auf Englisch heißt. Futsch. Futsch. Bust, oh, gone. Okay, was haben wir als nächstes? Glanz. 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 Weißt du, was Glanz heißt? Kannst du das in einer Satzung benutzen? Ja, dein Verlobungsring glänzt. Ah, scheint. Ja, genau. Auf Englisch könnte man das Glanz übersetzen. Oder Gloss oder Shiny, Sparkle. Man würde niemals sagen, deine Ringe glanz. Okay, als nächstes haben wir das Wort Keks. Keks! Genau, weißt du, was ein Keks ist? Cake. Nein, Keks. Oh. Kein Kuchen. Kannst du das in einem Satz benutzen? Ja, ein Keks ist kein Kuchen. Nein! Ich esse einen Keks. Cookie. Ja, genau. Aber nicht ungarisch Cookie. Biscuit. Nein. Ja, Keks. Biscuit, genau. Ja, das wusste ich. Genau. Der, dir oder das Keks? Der. Der Keks. Der Keks. Okay, als nächstes haben wir das Wort Koffer. Koffer, Bag. Genau. Koffer, nützvoll? Nützlich. Nützlich. Gut zu wissen. Nutzvoll. Nützlich. Sehr nützlich. Das ist sehr nützlich für uns. Glanz ist nicht nützlich. Blockflöte. Blockflöte nicht nützlich. Aber Koffer. Sehr nützlich. Ja. Und Keks. Und Koffer ist genau das Gleiche in Ungarisch. Auch die Buchstabierung Koffer. Anscheinend. Genau das Gleiche. Sehr gut. Als nächstes haben wir das Wort Pech. Pech. Pech, ja. Pech, Unglück. Genau. Pech heißt Unglück, aber Pech ist genau das gleiche Wort auf Deutsch und Ungarisch. Ich habe kein Pech. Genau. Es könnte übrigens sein, dass man es in Ungarisch ein bisschen anders ausspricht. Ich glaube, CH in Ungarisch würde man eher tsch aussprechen, also tsch, Pech. Aber das lernen wir gerade. Pumper. Pumper ist fast das gleiche. Das ist das gleiche wie, weil A ist E. A ist E, genau. Pumper. Pumpe. Pumpe. Was genau. Ist Pumpe? Ein Pump? Ja, eine. Genau, sehr gut. Schal ist genau das gleiche, ja. Schal. Schick. Schick. Torte. Cake. Da ist Cake. Also Torte. Torte genau. Und Keks sind das gleiche auf Ungarisch. Ja. Und ich glaube, dass das ist. Ich kann das glauben, weil ich glaube, dass viele Keks und Torte in Europa, Zentraleuropa, sie kommen aus Deutschland oder aus Österreich. Ja, das stimmt. Ist wahr, weil wegen die Ostösterreich-Regierung in, wie heißt es denn? Die österreichische Regierung. Also in die 1800er. Nee, aber weiß ich nicht. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich glaube, wie wir wissen heißt alle, das denn? Wir wissen, was Lara meint. Niemand weiß. Du weißt. Heimlichen, wie heißt die denn? Die Heidelmeidels. Was? Die Familie. Welche Familie? In Österreich. Welche Familie? Die Hasbits.
Hä? Wie heißt sie denn? Sie heißen Habsburg. Nein, Habsburg. Habsburg. Königin. Königreich? Königin? Königin? Was heißt dann Monarchie? Monarchie heißt, glaube ich, Königreich. Königreich. Habsburg Königreich. Und sie kamen aus Österreich und dann haben sie über Ungarn. Sie haben Ungarn regiert. Ja, sie haben Ungarn genommen. Und in dieser Zeit, das war die 1400. Das 14. Jahrhundert. Und die Kekse. Oh, was ist das? So ja, schwer zu erklären. Die Kekse und die Torte kamen aus dem Königreich. Ja, aus dem Königreich. Aus dem Königreich. Und die Königreich war aus Österreich. Ah. Und ich glaube, vor das gab es keinen Keks oder Torte in Ungarn. Wie tell us that? Okay, als nächstes haben wir das Wort Wecker. Weißt du, was ein Wecker ist? Alarm clock. Genau. Weil ding, ding. Weckers. Weckers hier auch. Wecker. Okay, und was haben wir noch? Sockni. Nein, als letztes haben wir wohl... Witz. Witz wird fast gleich ausgesprochen. Wahrscheinlich, denke ich mal. Witz. Witz. Ja. Witz, ja. Okay, und das waren alle Wörter, die wir auf Wikipedia gefunden haben, die fast genau gleich sind. Falls ihr noch andere Wörter kennt, lasst es uns wissen, schreibt uns einen Kommentar unten. Oder findet uns bei Facebook und Instagram. Genau, auf jeden Fall Facebook und Instagram adden und hier auf YouTube abonnieren. Und falls ihr wollt, dass wir noch was anderes sagen, was bestimmt ist, auf Deutsch, lasst es uns wissen, schreibt uns einen Kommentar. Und das war's für heute. Was sagen wir zum Abschluss? Danke für die Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal. Ich liebe euch. Tschüss. Tschüss.